Ja, hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Echo 6R mit einem Laptop verbinde und auch steuere. Ja, als ich mir vor einiger Zeit das Teleskop da gekauft habe und ich das Ganze draußen in der Kälte im Winter aufbauen musste, kam halt relativ schnell auch der Wunsch auf, das Ganze gemütlich von der Couch aus, von herinnen zu steuern. Und ja, dazu muss man halt das Ganze dann mit einem Laptop verbinden. Und wie das Ganze funktioniert, was man dann dazu braucht, möchte ich eben jetzt hier in diesem Video euch zeigen. Ja, wichtig ist zuerst einmal, dass ihr euer Teleskop in die Home-Position bringt. Die sogenannte Parkposition ist das. Das ist jetzt so genau, wie es jetzt hier dasteht, das Teleskop. Wenn ihr jetzt dazu noch Tipps braucht oder wie man das Ganze hier aufbaut, es gibt von diesem Video einen Teil 1. Dann schaut euch zuerst diesen Teil an und dann nochmal jetzt hier diesen Teil 2. Ja, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie man jetzt zu einer Montierung mit dem Laptop steuern kann. Ich möchte euch jetzt zuerst einmal die erste Möglichkeit zeigen und im Anschluss dann die zweite, meiner Meinung nach bessere Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist die, die halt von Skywatch her vorgesehen ist, mit der Handsteuerbox. Dazu schließt ihr die einfach hier an, dann schaltet ihr die Montierung ein und dann geht ihr eben hier durch das Menü, wie es halt immer nach Einschalten ist, also mit Datum, Uhrzeit und so weiter. Und dann geht ihr hier in die Nutzerfunktionen oder in die Nutzfunktionen auf Enter. Und dann geht ihr so weit, bis das hier PC Direktbetrieb steht. Dann wieder auf Enter. Und jetzt ist jetzt hier die Montierung in dem PC Direktbetrieb. Und wenn die Montierung in dem PC Direktbetrieb ist, dann schließt ihr jetzt hier dieses Kabel, das ist ja auch beim Lieferumfang von der Montierung dabei, schließt ihr das hier bei eurer Handsteuerbox an. Auf der anderen Seite habt ihr dann hier so eine COM-Schnittstelle. Wenn ihr jetzt noch einen älteren Laptop habt mit so einem COM-Eingang, könnt ihr den direkt da anschließen. Wenn nicht, dann gibt es bei Amazon, habe ich mir so einen Adapter bestellt, das ist halt von COM auf USB, dann schließt ihr halt einfach hier diesen COM zusammen und steckt eben dann mit dem USB in euren Laptop rein. Ja, den Link zu so einem Adapter findet ihr in der Videobeschreibung. Den ich jetzt eben hier habe, der funktioniert auf jeden Fall damit. Man muss jetzt dann am Laptop noch eine Reihe Software und Treiber installieren. Das zeige ich euch dann gleich im Anschluss nach der zweiten Methode. Also das wäre jetzt eben hier die erste Möglichkeit, wie man das Ganze verbinden kann. Und jetzt zeige ich euch noch die zweite Methode. Dazu steckt ihr hier die Handsteuerbox wieder aus. Ja, die zweite Möglichkeit, wie ihr jetzt eure Montierung mit dem Laptop verbinden könnt, ist meiner Meinung nach die empfehlenswertere. Und zwar gibt es da von Pegasus Astro das EQ Direktkabel. Und das Kabel könnt ihr dann direkt dort anschließen, wo ihr normal euren Handcontroller anschließt. Und auf der anderen Seite ist dann direkt eben der USB-Anschluss und den könnt ihr dann direkt in den Laptop einstecken. Das mache ich eben jetzt hier mal. Ja, wenn ihr dann das Pegasus Astro-Kabel an euren Laptop angeschlossen habt oder eben auch bei der ersten Möglichkeit eben diesen USB-Adapter, dann müsst ihr zuerst einmal herausfinden, welche COM-Schnittstelle denn euer Laptop dem Ganzen zugewiesen hat. Und dazu geht ihr eben hier auf das Windows-Symbol. Also ich habe halt jetzt hier nur einen Windows-Rechner. Dann hier auf Einstellungen. Und dann hier schreibt ihr mal Manager rein. Und dann geht ihr hier auf den Gerätemanager. Und dann könnt ihr hier bei COM-Anschlüsse eben sehen, okay, bei mir wurde jetzt hier COM9 zugewiesen. Wenn ich jetzt hier mal den USB hier ausstecke und wieder anschließe, dann seht ihr auch, der war jetzt kurz weg und jetzt ist er eben wieder hier, jetzt hier wieder COM9. Und wichtig ist auch, dass ihr immer denselben USB-Port verwendet, auch bei einem USB-Hub, falls ihr solchen verwenden solltet, immer in denselben anschließen. Also ich habe mir das Ganze beschriftet bei meinem, weil es kann nämlich passieren, wenn ihr in einem anderen Port das Ganze anschließt, also in einem anderen USB-Blatt,
dann ändert sich eben auch der COM-Port wieder. Und dann könnt ihr keine Verbindung mit einem falsch eingestellten COM-Port zu eurer Montierung aufbauen. Deshalb ist es eben wichtig, dass ihr da immer dran denkt, am selben Steckplatz anschließt und dann funktioniert das Ganze. Ja, als nächstes müsst ihr dann noch ein paar Programme bzw. Treiber installieren. Dazu könnt ihr gerne auf meine astro-fotografie.at Seite gehen, dazu auf Tutorials klicken. Dann seht ihr hier diesen Tutorial bzw. Blog-Eintrag. Und ja, dann seht ihr schon halt, was jetzt hier ich verwende. Eben hier auch dann der Link gleich zu dem Echo Direct Kabel von Astro Pegasus und was wird eben noch benötigt. Und da seht ihr schon, benötigt wird eben von Microsoft das Net Framework, zumindest bei mir hat er das halt noch benötigt, kann ja sein, dass vielleicht bei euch schon installiert ist. Da könnt ihr halt einfach jetzt hier draufklicken, dann kommt ihr gleich direkt auf die Seite von Microsoft, wo ihr euch eben dann das herunterladen könnt. Als nächstes könnt ihr euch dann den ASCOM Treiber herunterladen. Und da könnt ihr dann hier eben einfach auf Download klicken, um das Ganze herunterzuladen. Aktuell ist hier 6.4 Service Pack 1 die aktuelle Version. Und als nächstes dann noch den Echo-Mode. Da geht ihr dann auch hier wieder auf Download. Dann hier auf das Source, Forge, oder wie man das ausspricht. Und so. Accept. So, und hier dann auf das EQAS kommen. Und dann seid ihr jetzt hier, aktuell ist jetzt hier die Version 2.0Q und hier seht ihr die Downloads pro Woche, also das wird momentan noch am meisten heruntergeladen. Das ist jetzt vom 14. Mai 2018 und diese Datei müsst ihr euch eben hier herunterladen. Ja, wenn ihr dann hier alles heruntergeladen und installiert habt, hier ist das Ganze dann nochmal beschrieben mit dem COM-Port, was ich euch vorhin gezeigt habe, dann müsst ihr das Ganze noch konfigurieren, also den Echo-Mode. So, und das ist jetzt hier auch noch beschrieben, aber ich zeige euch jetzt mal kurz. Und zwar, nach dem Installieren habt ihr hier dann diese Toolbox, da klickt ihr mit der rechten Maustaste drauf und geht hier als Administrator ausführen. Und dann müsst ihr nämlich zuerst noch den ASCOM mit dem Echo-Mode registrieren. Dazu klickt ihr einfach auf Register und dann steht hier schon Success mit OK bestätigen. So, und jetzt ist es mal registriert, das Ganze, und dann geht ihr hier noch auf Driver Setup. Und beim Driver Setup, da müsst ihr jetzt eben hier diesen COM-Port einstellen, den wir vorher eben gesucht haben, wie er sich eben verbunden hat, in meinem Fall eben jetzt hier COM9. Und ansonsten habe ich halt hier noch meine Koordinaten eingegeben von meinem Standort, also die Länge und Breitengrade und auch die Höhenmeter. Und ja, hier noch diese zwei Häkchen hier gesetzt, hier Pointing ASCOM und hier J2000. Irgendwo habe ich halt mal gelesen, dass man halt das hier einstellen sollte und damit eben dann das Auto-Guiding und so weiter gut funktioniert. Beziehungsweise hier ASCOM Pulse Guiding. Also ich verbinde ja das Ganze nicht über den ST4, sondern über USB und deshalb muss eben dann auch das jetzt hier eingestellt sein. Ansonsten hier noch beim Echo Mode 2002 9600. Ja, jedenfalls so funktioniert das Ganze bei mir. Dann hier mit OK bestätigen und dann können wir schon die Montierung verbinden. Dazu klicken wir auf ASCOM Connect. So, jetzt öffnet sich eben jetzt hier dieses Feld. Da gibt es jetzt hier auch nochmal einige Einstellungen, wenn man hier drauf klickt. Ich will euch das jetzt nur mal kurz zeigen, was eben ich hier eingestellt habe. Also hier auch wieder Länge und Breitengrade vom Standpunkt, also vom Standort. Ja, hier von der Park-Home-Position aus, also so da immer parken. Dann irgendwo habe ich mal gelesen, beim Pulse Guiding sollte man hier auf 0,5 stellen. Ganz wichtig ist beim Mount Limit, dass hier dieses Häkchen nicht gesetzt ist. Das Enable Limit darf nicht gesetzt sein. Das war bei mir mal das Problem, weil es gesetzt war, das Häkchen. Und dann hat er immer nach 5 oder auch manchmal erst nach 20 Minuten die Verbindung abgebrochen. Das hat halt nicht wirklich funktioniert.
Ja, ansonsten, die Einstellungen funktionieren so, könnt ihr gerne so übernehmen, wie es bei mir jetzt hier sind. Grundsätzlich braucht man dann nur dieses Feld hier. Und da seht ihr schon, jetzt ist halt das Teleskop geparkt. Damit man jetzt das Teleskop steuern kann, müssen wir jetzt hier zuerst mal auf Unpack gehen. Und jetzt können wir mit diesen vier Pfeiltasten das Teleskop eben steuern. Dazu kann man jetzt hier noch die Geschwindigkeit ändern. Also bei 1 ist halt die langsamste Geschwindigkeit, bei 4 die schnellste. Ich gehe jetzt hier mal auf 4. Dann ist es eben 800-fache Sternengeschwindigkeit. Und jetzt drücke ich hier mal auf S. Und dann bewegt sich eben jetzt hier das Teleskop schon. Ich gehe mal auf N. Dann dreht es sich mal Richtung Kamera. Und bei E bzw. W eben dann in der anderen Achse. Ja, und somit ist es verbunden und funktioniert. Dann könnt ihr euch hier noch unten die Geschwindigkeit einstellen. Zum Beispiel hier auf Sidereal, das ist dann die normale Sternengeschwindigkeit. Das heißt, jetzt wird das Teleskop mit der normalen Sternengeschwindigkeit nachgeführt. Es gibt dann hier noch die Mondgeschwindigkeit. Der Mond bewegt sich ja in einer geringfügig anderen Geschwindigkeit und hier auch noch die Sonnengeschwindigkeit. Beziehungsweise hier gibt es noch die Custom, also eine eigen eingestellte Geschwindigkeit, habe ich jetzt noch nie benötigt. Braucht man vielleicht, um Asteroide oder so zu verfolgen, keine Ahnung, habe ich halt selber noch nie benötigt. Ja, ansonsten kann man dann hier wieder klicken, Park zu Home-Position. Jetzt fährt das Teleskop wieder in die Ausgangsstellung zurück, in die Park-Position. Und das, also wenn ihr das mal so hinbekommen habt, dann könnt ihr im Grunde dann auch mit jenem anderen Programm eben die Montierung steuern. Also ich verwende ja das Sequence Generator Pro, aber dazu werde ich dann irgendwann mal noch ein eigenes Video machen. Ja, damit hoffe ich, ich konnte den ein oder anderen helfen. Mich hat ehrlich gesagt die ersten paar Nächte extrem gehunzt, also immer wieder Abbrüche und so weiter. Hätte ich damals irgendwo so ein Video gefunden, wäre ich extrem froh darüber gewesen. Deshalb habe ich jetzt auch so eins erstellt. Ja, ihr dürft es natürlich gerne mit euren Freunden teilen. Würde mich sehr freuen und auch motivieren, weitere Videos zu machen. Ja, ansonsten bei Fragen, Beschwerden, Kritik und so weiter gerne alles drunter in die Kommentare rein. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. In diesem Sinne, sterneklare Nächte wünsche ich euch. Bis bald. Ciao.